der besondere Zauber im ganzen Jahr sozusagen. Man freut sich irgendwie das ganze Jahr auf Weihnachten. Ich ganz besonders, denn meine eingefleischten Fans, die wissen, ich habe Weihnachten auch noch Geburtstag. Könnt ihr euch das vorstellen? Jedes Jahr am 24. Dezember stehe ich morgens am Frühstückstisch in meinem Schlafanzug und warte auf meine Geburtstagsgeschenke. Manchmal klappt das richtig, aber manchmal da warte ich und warte ich und warte ich. Ich sag's euch, das sind Geschichten, die ich so erzählen könnte aus den alten Zeiten. Als wir Kinder waren. Wir waren ja so neugierig als Kinder. Ne? Im Vorfeld, meistens so mindestens 3-4 Wochen vorher, wusste man, aha, die Eltern, die besorgen die Weihnachtsgeschenke für den Weihnachtsmann. Ne? Und ich weiß, wir hatten damals das große Glück, wir hatten Westverwandtschaft und wir haben manchmal Westpakete geschickt bekommen. Und das duftete immer so schön. Meine Eltern haben es im Schlafzimmer versteckt, die haben extra in das Schlüsselloch so Watte reingesteckt, damit wir nicht beobachten konnten, was da für Geschenke versteckt werden, nicht was da sonst drin gemacht wird. Nee, was für Geschenke da drin versteckt werden. Und immer wenn die Eltern, meine Mutti einkaufen war, dann sind wir Kinder rein und haben das Schlafzimmer auseinandergenommen. Wir haben überall geguckt und dann haben wir mal Gummibärchen gefunden und das mit Rasierklingen aufgeschnitten, die Gummibärchen rausgenommen. Es wurden immer weniger, ha? Ihr kennt das ja. Ich weiß einmal noch, müsst ihr euch vorstellen, da war ein wunderschöner Pullover im Paket drin. Ich den Pullover genommen, angezogen vom Spiegel. Ich so, oh super, schöner Pullover, wunderbar. Ich den Pullover wieder reingepackt, am Heiligabend früh zum Geburtstag. Ich komme in meinem Schlafanzug raus, sitzt mein Papa mit meinem Pullover am Frühstückstisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe geguckt, sage ich euch. Ich habe lange gebraucht, aber irgendwann habe ich ihn den abgeluchst irgendwie. Das ist wirklich so. Weihnachten war wirklich und ist eine wunderschöne Zeit. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Ja. Wirklich alles so? Ja. Seid ihr wirklich so Frühkäufer? Niemand so am Heiligabend nochmal losrennen? Mein lieber Mann, großes Kompliment. Dann habt ihr ja Zeit, vielleicht Weihnachtslieder zu singen, wie wir jetzt gemeinsam wieder mit einem schönen Weihnachtslied. Leise rieselt der Schnee. Auf geht's. Sehr schön. Und ich zähle auf euch, okay? Ihr habt die Strophen alle im Kopf, okay? Sehr schön. Und mein Moncherie, das stecke ich mir hier in die Ecke, damit keiner rankommt. Sehr schön. Hey. Der Wald freut mich.